Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Oh yeah. Und wir finden uns gerade auf dem Weg zu Vault 112, wo anscheinend unser Vater hingegangen ist. Und auf dem Weg haben wir bereits mehrere Wachbots getroffen und einen Mr. Gutzi. Beziehungsweise kein Mr. Gutzi, die heißen irgendwie anders, diese militärischen Dinger. Aber dennoch... Oh, ein Riesenskorpion. Aber dennoch nicht so schön. Hat er mich gesehen eigentlich? Nein. Ich möchte mich auch in der freien Wildbahn nicht an Roboter anschleichen, auch wenn das alles ein bisschen vereinfachen würde. Komm, den Skorpion können wir auch umhauen. Komm her, Skorpion! Scorpio, wo bist du? Kane! Oh, da bist du ja. So, ja, komm, ballern wir ihn auf Stachel hier. So, Stachel verkrüppelt. Kannst du nichts mehr machen, was willst du machen, ne? Ja, da kann mich immer noch beißen mit dem. Aber er hat mich nicht getroffen. Und das ist das Wichtigste. Mir fehlt es irgendwie gänzlich an Leben. Mittlerweile. Sobald wir in der Vault angekommen sind, ist es auch eher schnutzpiep egal, ob ich Leben habe oder nicht. Ihr werdet schon erfahren, wieso. Mr. Gutzi. Doch, die heißen doch Mr. Gutzi. Da wollte ich jetzt meinen Sniper jetzt nicht unbedingt verbrauchen. Dies wäre mir ein bisschen zu blöd. Solange mir keine Todeskralle begegnen, ist alles gut. Kommen wir klar mit. Na. Ja. Nimm mal los, Ratte. Das war ja billig erzählt. Was läuft da hinten so rum? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Jedes Mal, wenn ich einen roten Punkt sehe, glaube ich echt eine Todeskralle vor mir zu haben, weil... Ja... Ich schon mal eine gesehen habe und das bedeutet, dass sie tatsächlich kommen. Wie nur eine Maulwurfsratte. Ach nee, Vault 112 war ja gar nicht die schwer begehbare Vault. Das war ja eine andere. Tut mir leid, dass ich vor ein paar Folgen Shit gelabert habe. Aber falls sich einige schon beschwert haben in den Kommentaren, es tut mir echt sorry. Achso. Was ist mit dem Enklave-Ding passiert? Ah, ein Mr. Gutzi ist passiert. Na, Mr. Slave. Haha, er hat überhaupt keine Chance gegen meine Sniper hier. Die macht so viel Schaden, weißt du, und der steckt das einfach weg. Wie nix. Noch irgendwelche Spackos. Wo laufe ich überhaupt hin gerade? Wo wollte ich denn da hin? Naja. Laufen wir halt nochmal ein Stück zurück. War ich zu sehr beschäftigt mit Killen. Das Gebäude sieht vielversprechend aus da hinten. Ist es das vielleicht? Ich weiß es nicht. Immer schön umschauen. Hier könnten überall Gegner sein, die einfach so aus dem Nichts rauskommen. Und mich platt machen. Okay, wieder nur ein Red Skorpion. Das geht ja. Hm. Ich glaube einfach, dass ich bei The Pit einfach zu nah am Todeskrallengebiet war. Es gibt ja ein Gebiet voller Todeskrallen. Und das mag sein, dass wir da halt in der Nähe waren. Oh, da sind aber ein paar mehr. So. Das zu denen. Man merkt schon, unsere Schussskills sind besser geworden. Das heißt, es hat eigentlich kaum noch irgendeine Chance gegen uns.
Bis auf Todeskrallen. Die mir echt am meisten Angst machen. Ich meine, früher oder später werden wir wie durch Butter durch die durchgehen, aber ich weiß noch nicht, wann und wie viel Schaden wir machen. Oh, Smith Cage Garage oder irgendwas, was da stand. Da sind wir jetzt drin und hier befindet sich der Eingang zu Vault 112. Falls ich mich recht entsinne. Oh, komm. Ein EP. Vorher haben wir zwei bekommen. Naja, kann man nichts machen, ne? Wird man das sehen? Hat da jemand schlechte Laune? Oh. So viel zu den beiden. Ich denke mal, dass ich den Weg zu Vault 112 schon gesehen habe, aber hier haben wir Gewehrschränke. Ah, jetzt habe ich die Pistole mitgenommen. Ach komm, dann können wir auch die hier gleich mitnehmen. So wild ist das ja nicht. Achso, das ist nur so eine Ratte. Ich dachte, da liegt ein Mensch. Und abtauchen. Hä? Was wird das denn jetzt? Wie kommen die hier überhaupt runter, wenn alles abgeschlossen ist, sag mal? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Vault 112. Wir sind da, wo wir sein wollen. Speichern. Dann schauen wir doch mal. Die sieht ja noch richtig intakt aus, ne? So eine heile Vault sieht man, glaube ich, selten. Sehr selten. Ja, nun mach auf. Mach kein Aufsehen, ja? Ach, das sieht so heil hier aus. Wieso sah unsere Vault nicht so aus? Mal ganz im Ernst. Ist doch richtig schick. Wer läuft denn darum? Willkommen in Vault 112, Einwohner. Laut der Sensoren sind Sie 202,3 Jahre zu spät angekommen. Bitte ziehen Sie wieder Ihren von Vault Tech ausgegebenen Vault Overall an. Wenn Sie Ihren Overall verlegt haben, darf ich einen neuen ausgeben. Bitte gehen Sie, sobald Sie angezogen sind, die Treppe hinunter auf die Hauptebene, um in Ihrem zugewiesenen Tranquility-Sessel Platz zu nehmen. Bitte im nächsten Tranquility-Sessel Platz nehmen. Vielen Dank für die Kooperation. Es tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in der Lage für ein Schwätzchen. Verfolg mich nicht. Bitte im Tranquility-Sessel Platz nehmen. Okay, das macht jetzt hier keinen Sinn. Na gut. Wir sollen unseren Vault Overall anziehen und dann uns irgendwo hinsetzen. Hauptsache den Helm behalte ich noch auf, guckt euch, wie Panne das aussieht. Na gut. Dann wollen wir mal. Da unten sind sie. Wieso soll ich hier Platz nehmen? Wer ist denn hier alles? Ein Vault-Bewohner. Leer. Da können wir uns reinsetzen wahrscheinlich. Ein Vault-Bewohner? Ob hier irgendwo mein Vater ist? Noch ein Vault-Bewohner? Die haben alle eine Glatze. Okay, noch ein Vault-Bewohner. Eine Bewohnerin? Ein Bewohner? Noch ein Bewohner? Ach, der ist leer, ja? Ich glaube, wir sind jetzt einmal im Kreis gegangen. Wo ist mein Papa? Hm. Na gut. Defekt. Da, den haben wir hier.
Na gut, ich bin mir zwar nicht so sicher, ob das eine schöne Idee ist, aber... auf in die nächste Simulation oder was? Na gut. Dann wollen wir mal Platz nehmen. Was war das? Aktuelles Ziel in den freien Tranquility-Sätzen habe ich gemacht. Die Musik ist ein bisschen irritierend. Wissenschaftliche Anstrengungen. Gucken wir uns das nochmal an. Achso, das ist ein Quest. Level up! Oh yeah. Wieso, was haben wir denn hier so schönes? Also wollten wir noch schleichen, wollten wir nochmal auf 75 packen, ne? Ja, da haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten. Das benutzen wir eigentlich nicht oft. Falschen. Die Fähigkeit Falschen beeinflusst die Ein- und Verkaufspreise von Gegenständen. Je stärker die Fähigkeit Falschen bei ihnen ausgeprägt ist, desto weniger kosten im Allgemeinen die Gegenstände, die sie kaufen möchten. Wir ersetzen die Sprache hoch. So, als nächstes massives Feuer. Mit dem extra massives Feuer erhalten sie einen automatischen Bonus von 5%, um einen Körperteil zu treffen, wenn sie nur mehrmals hintereinander auf dieses Körperteil zielen. Das ist cool. Infiltrierer. Mit dem extra Infiltrierer können sie, falls ein Schloss kaputt ist und sonst nicht mehr geknackt werden kann, ein weiteres Mal versuchen, es zu knacken. Dies gilt auch für Schlösser, die mit der Option Schloss aufbrechen beschädigt wurden. Weiß nicht, wollen wir eine Münze werfen? Ich werfe mein Telefon hoch. So, ich werfe mein Telefon hoch. Die Rückseite würde ich sagen, Infiltrierer, die andere massives Feuer. Nochmal. So, die Rückseite, was habe ich gesagt? Rückseite massives Feuer? Ich glaube schon. So. Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach drauf gedrückt. Dann machen wir jetzt mal massives Feuer und im nächsten Level ab machen wir was anderes. Na, cool, der. Das geht. Doktor. Braver Hund. So, was sollen wir jetzt hier machen? Hallo, schöner Tag heute, nicht wahr? Du solltest mit Betty sprechen. Sie wartet drüben am Spielplatz auf dich. Viel Spaß. Danke. Ja, massive Schaukeln. Hallo. Oh, jemand Neues zum Spielen. In letzter Zeit habe ich wirklich viel Glück. Mir ist gerade etwas langweilig. Oh, wir werden jede Menge Spaß haben. Wo bin ich? Das hier ist die Tranquility Lane. Wir alle leben hier und du wirst jetzt auch hier leben. Was? Ich wohne hier? Doch, jetzt lebst du hier. Du lebst hier, bis ich das Gegenteil behaupte. Ich weiß. Warum spielen wir nicht ein bisschen? Nein, danke. Keine Spielchen für mich. Nein sagen gilt nicht. Wenn ich ein Spielchen will, dann musst du mitspielen. Und jetzt gerade will ich eben spielen. Na gut, ein Spiel. Ich habe ja gewusst, dass du es tun würdest. Es ist wirklich ein einfaches Spiel. Es geht nur darum, Timmy Newsbaum zum Weinen zu bringen. Timmy Newsbaum, wer ist das denn? Er ist außer dir das einzige Kind, das hier lebt. Er ist eine ganz große Heulsuse. Das wirst du schon noch merken. Bring ihn zum Heulen und komm dann wieder hierher zurück, damit wir weiterreden können. Okay. Na? Hallo, ich bin Timmy. Möchtest du spielen? Hey, ich habe gehört, dass sich deine Eltern wegen dir scheiden lassen. Was? Habe ich etwas angestellt? Tut mir leid, Timmy. Ich dachte nur, ich sollte es dir sagen. Nein, nein, nicht Mama und Papa, nein!
Ich bin auch fies, alter Schwede. Okay, ich habe ihn zum Wein gebracht, aber wenn auch nicht sehr nett. Ja, ich wusste, dass du es schaffst. Das war vielleicht nicht gerade erfinderisch, aber Überredungskunst kann sehr wirkungsvoll sein. Gut gemacht. Da du das Spiel gewonnen hast, erhältst du einen Preis. Du darfst eine Frage stellen, die ich ehrlich beantworten werde. Wer sind Sie? Ich war unter dem Namen Dr. Stanislaus Braun bekannt. Aber hier habe ich mich für diese Identität entschieden. Findest du das beunruhigend? An diesem Ort kann ich sein, wer ich will. Und ich habe mich hierfür entschieden. Du wirst sehen, dass ich hier über fast alles die Kontrolle habe. Wer hat sich dazu entschieden, eine minderjährige Tussi zu sein? Die hat nicht mal Titten. Warum? Das ergibt nicht mal Sinn. Wenn Sie hier zuständig sind, können Sie mir sicher helfen. Aber ich helfe dir doch schon. Ich beantworte deine Fragen. Mehr als die eine Frage, die ich dir ursprünglich gewährt habe. Und jetzt solltest du auch mal was für mich tun. Was soll ich tun? Besuch mal die Rockwells. Sie sind sehr glücklich verheiratet. Und ich möchte, dass du das änderst. Zerstöre ihre Ehe. Dann können wir weiterreden. Ich glaube, sie mag die ganze Familie nicht. Aha, das ist alles. Kein Problem. Hervorragend. Diese positive Einstellung gefällt mir. So, Freunde, bevor wir eine ganze Ehe zerstören, wie ich das tagtäglich mache übrigens, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.